Also ich bin insgesamt seit 15 Jahren Erzieherin und seit 5 Jahren jetzt hier im Montessori Kinderhaus. Den Träger des Union Hilfswerks habe ich kennengelernt durch meine Bewerbung hier im Montessori Kinderhaus. Ich wohne hier in der Nähe. Bin hier immer vorbeigefahren und fand das Haus einfach total spannend. Hatte einen Kennenlerntag und war total beeindruckt über die ganze Atmosphäre hier im Haus, wie mit den Kindern gesprochen wird, der respektvolle Umgang miteinander. Und habe gedacht, boah, hier möchte ich arbeiten. Und darüber habe ich dann das Union Hilfswerk als Arbeitgeber, als Träger kennengelernt. Hier wird jeder unterstützt, jeder kann seine Nische und seine Sparte finden, in der er das ausleben kann, was ihn auch ausmacht. Also wir haben auch eine Kollegin, die ist Musikerin und wir haben jetzt seit neuestem militärgestützte Pädagogik im Haus. Also es gibt vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten bei uns, längerfristige Weiterbildung, aber es sind natürlich auch jederzeit kurze Fortbildungen möglich. Also ich hatte auch schon beim Bewerbungsgespräch ein wundervolles Gefühl hier gehabt. Da hatte ich bis dato ja die Kolleginnen noch nicht groß kennengelernt gehabt. Das kam ja dann erst beim Probetag und da stand es sofort fest. Allein beim Probetag wurde ich so wundervoll hier aufgenommen, schon im Team, und hatte gar nicht das Gefühl, einen Probetag zu haben, sondern als wenn ich schon Mitglied des Teams wäre. Und da stand für mich schon beim Probearbeiten fest, ich werde auf jeden Fall zusagen. Hi, ich bin die Nadine, bin seit kurzem erst beim Union Hilfswerk und bin tiergestützte Fachkraft im Montessori-Haus in der Lissabonhalle. Also ich bin total begeistert vom Team, weil es ist immer Verlass aufs Team. Wir helfen uns super gegenseitig. Wir machen ganz viele Sachen zusammen, auch mal nach der Arbeit. Und es macht wirklich Spaß und man kann einfach aufeinander zählen.